wächst die ethische Verantwortung von Normungsgremien? Ja, wächst die Verantwortung von Normungsgremien? Ich würde sagen, die Notwendigkeit, ethische Reflexion zu betreiben in Normungsgremien wächst. Die Verantwortung war vorher auch schon sehr hoch. Denn letztendlich wird über die Normierung innerhalb der Gesellschaft werden Unterscheidungen eingeführt, die eine immense Tragweite sowohl in ökonomischer Hinsicht haben, aber auch bezüglich der Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft in Zukunft zusammenleben wollen. Und da sind mit den Themen, die wir heute hier diskutieren, also alles, was künstliche Intelligenz, autonomes Entscheiden von Technik angeht, beim Fahren in einem Smart Grid, das reicht so weit in unsere gesellschaftlichen Handlungszusammenhänge hinein, dass ich aus diesem Kontext quasi ableiten würde, dass die Verantwortung hoch bleibt, aber die Notwendigkeit der ethischen Reflexion eher steigt.